Hallo und herzlich willkommen, das heißt, du kannst Max und neues Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal um die M16, welche ihr noch nicht in GTA Online habt, aber ihr wahrscheinlich wollt. Ich würde sagen, ja, abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr nicht so ums komplette GTA-Universum mehr verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht viel Zeit, wir starten direkt rein in das Video. So, wahrscheinlich fragt euch alle, wie man denn jetzt die M16 in GTA Online bekommt. Diese Frage habe ich mir zuerst auch gestellt, bis es geleakt wurde. Nämlich müsst ihr dafür verschiedene Waffenteile einsammeln, die bei 10 unterschiedlichen Spots finden könnt, aber es gibt insgesamt nur 5. Also 5 Teile bei 10 verschiedenen Spots, versteht ihr schon, gibt auch Spots, wo sie nicht sind. Allerdings weiß ich auch noch nicht ganz genau, ob sie schon verfügbar sind oder ob es erst noch von Rockstar Games aktiviert werden muss. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich zeige euch jetzt erstmal die Map. So, hier sehen wir jetzt auch schon die Map und auf jeden Fall hier kann man sehen, es gibt 10 verschiedene Spots. Welche davon funktionieren, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ihr braucht aber nur 5 Teile, die an diesen 10 Spots sind. Deswegen, ob es aktiviert ist, wie gesagt, weiß ich auch noch nicht. Das ist alles ganz verwirrend, es wurden auch nicht alle Autos aktiviert. Deswegen, ich bin einfach nur verwirrt. Hier sind die 10 Spots. Ihr könnt ja versuchen, es zu finden. Wenn ihr es gefunden habt, gerne in die Kommentare. Es wird auf jeden Fall auch noch ein Video geben, wo ich jeden Spot vorstelle. Also, wenn jetzt zum Beispiel bei der 1 was liegt, zeige ich wo. Wenn es bei der 2 ist, zeige ich wo und so weiter. Ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Ich würde auf jeden Fall sagen, viel Glück beim Suchen. Wenn es irgendwann dann mal leichter ist zu finden, kommt auf jeden Fall noch ein Video dazu. Wenn euch dieses Video geholfen hat und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr nichts mehr so ums komplette GTA-Universum mehr verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Euer Luca und ciao, ciao.